Willkommen zurück zu Farcraft. Ich habe jetzt mein Essen in den Ofen geschoben, es dauert jetzt eh noch, also von daher kann ich noch easy peasy eine Stunde, aber eine Folge aufnehmen. Was ist noch mit dir hier? The fuck? Ich glaube, das Einfangteam hat uns gesnackt. Wenn ihr es vielleicht noch, also ja, vom letzten Mal wisst, die Folgen kommen ja doch ziemlich nah beieinander. Uns ist ein Einfangteam auf der Spur. Ich glaube, die haben uns am Sack. Oh fuck. Okay, ich wollte gerade noch sagen, ich habe keinen Bock auf langweilige Ding-Fang-Geschichten. Ich wäre jetzt eh woanders hingegangen. Aber es geht wohl von alleine weiter. Das ist nicht kausal. Wer ist besser geführt? Die Welt ist schwach. Weich. Ja. Wir haben vergessen, was es heißt, stark zu sein. What the fuck? Weißt du, früher waren unsere Helden Götter. Und jetzt sind unsere Helden nur gottlos. Schwach. Kraftlos. Verseucht. Wir lassen die Schwachen, die Starken rumkommandieren und sind schockiert, dass wir vom rechten Weg abkommen. Aber die Geschichte kennt den Wert von Opfern. Vom Ausdünnen der Herde, damit sie stark bleibt. Wieder und wieder waren die Leben vieler wichtiger als die Leben weniger. So haben wir überlebt. Wir haben es vergessen. Und jetzt zahlen wir die Zeche dafür. Jetzt steht der Kollaps bevor. Und dieses Mal sind die Leben weniger wichtiger als die Leben vieler. Und wenn eine Nation, die niemals Hunger oder Verzweiflung gekannt hat, in den Wahnsinn abdriftet, sind wir bereit. Wir keulen die Schwachen. Wir tun, was getan werden muss. Weiter, Verwalter. Oh Gott, Leute, die Welt ist schwach. Wir brennen. Wir haben die Erde keulen. Okay. Oh fuck, aber der hat eine Schrotflinte, Mann! Und die Herdekeulen! Ich glaube, das war jetzt nicht so von Vorteil. Auf ein neues. Aha. Aha. Großartig. Weiter geht's. Hallo. Alle genuddelt. Dünn die Herde aus. Mach ich doch. Okay, das ist echt krass. Psychedelisch und so. Psychedelic. Was für ein Ziel? Ich sehe hier kein Ziel. Ich weiß nicht, wo hier noch jemand ist. Hä? Ist da drin noch einer hier? Sieht gut aus. Komm, Schrotflinte. Du bist kein Held! Wo ist hier? Ah. Doch, ich bin sehr wohl ein Held. Habe ich hier unendlich Munition? Nee, nicht ganz. Ah, dummer Moment zum Nachladen. Gut gemacht. Okay, wir haben es geschafft. Schnell. Hallo. Finde dein Opfer! Ja, ich suche schon meine Opfer. Plus 4 Sekunden. Opfere die Schwachen. Ja. Das ist echt krass, Mann. Das ist so krass. Töten! Wie der Schrumm schreit. Komm. Durch das Holz durchgeballert. Oh. Gleiches rum, ne? Gibt's da nicht lang? Okay. Oh, immer weiter. Krass. Rein da!
Was ist hier los? Das sind unsere Leute, oder? Tagelang im eigenen Dreck. Walker, mach ein paar Fenster auf. Yes, nee. Schalt mal jemand diese Musik aus. Genau, bitte Musik ausstellen. Das ist Sully. Wann haben sie den geschnappt? Warum tun wir uns das überhaupt an? Wir sind alle tot. Prüf sie trotzdem. Warum muss ich immer die Leichen checken? Ich lebe noch. Ach du Scheiße. Was? Oh, fuck. Er lebt. Walker, los, hol den Truck. Ja. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Pass mal mit an, Junge. Eli, ist das... Yep. Was verdammt macht der Deputy hier? Jacob hat ihn genauso lieb wie uns. Jetzt wird alles gut, du Held. Die Whitetails retten dich. Hm? Bringen wir ihn zu Wolf's Den? Wohin sonst? Tammy wird nicht begeistert sein. Sorg dich nicht wegen Tammy, das wird schon. Krass. Was geht ab? Also das ist diese andere Organisation, für die auch der eine Knilch kocht, ne? Für die White-Leute. Die haben aber nichts mit den Kogars zu tun. Kaugars, Kogars. Das heißt, in jedem Sektor gibt es dann so eine eigene Truppe. Eine positive, eine gute Truppe. Du musst das trinken. Verlierst du jetzt völlig den Verstand? Jetzt warte mal, Wheatie und ich waren uns einig. Ihr wart euch einig? Hey, ich war höchstens ein unparteiischer Beobachter. Es ist dumm. Und es ist gefährlich, das wisst ihr doch beide ganz genau. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn sterben lassen? Tammy. Er war für Gott weiß wie lange in diesem Raum. Ich habe gesehen, was er mit Menschen macht. Aber du nicht. Du kannst ihm nicht trauen. Genau das erzählt man sich über dich. Aber zum Glück habe ich nicht hingehört. Das steht nicht zur Diskussion. Wir brauchen ihn. Das ist alles, was zählt. Verstanden? Alter, hat die viel Zeug an. Hattest recht, die hat's ganz locker genommen. Raus! Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war mein Ernst. Wir brauchen dich. Ruh dich erstmal aus. Wir müssen uns so viel ausruhen, das gefällt mir gar nicht. Ich will mehr metzeln. Hey, alles gut? Ihr habt schon wieder Musik an, Leute, das geht so nicht. Hallo. Also man sollte echt Musik instant ausschalten können. Kann ich bitte, dankeschön, dankeschön. Hey, hallo, Mann. Versteht mich nicht falsch, gute Musik, ja, aber sehr schlecht für YouTube. Gleich den Gang runter. Eli wartet auf dich. Gut. Fuck the cult. Echt, du siehst scheiße aus. Hey. Du aber auch. Ich würde gerne reden, aber Eli will was von dir. Naja, okay. Ich muss erstmal... Oh, ihr habt Essen hier. Leute, das passt da gerade optimal. Ne? Ich habe richtig Hunger. Und hier chillt ihr. Ist ja mega peinlich. Ich dachte, ihr seid irgendwie voll die krasse Truppe und ihr habt einfach in so einem... Gut, ihr habt viel Essen. Das ist schon mal nicht schlecht, aber... Oh. Hier kann man kaufen, verkaufen. Ja, nice. Alles verkaufen, ja. So. Das hier war unser Aufwachraum. Ah, das ist doch ein richtiger Raum. So stelle ich mir das. Danke für die Silberwache. Machen wir die Dinger kaputt, bitteschön. Und wer bist du? Niemand? Okay. Playlist für den Whitetail-Sender. Do it again or nothing? Okay. Das ist, die haben hier einen eigenen Radiosender stehen, also hier unten. Sehr schön, sehr schön. Hier drüben ist noch was zum Lesen. Ja, das machen wir dann gleich. Achso, okay, sehr gut. Notiz von Eli oder Eli. Wie du schon sehen kannst, ist die Lage da draußen ziemlich übel geworden. Whitey und ich haben überall in den Wäldern kleine Lager mit Ausrüstung und Vorräten versteckt. Wenn dir mal was fehlt, dann nimm dir raus zurück alles, was du brauchst. Wir Whitetails müssen aufeinander aufpassen. Und da hätten wir noch eine Kleinigkeit zu lesen. So, der Whitetail-Schwur. Die Whitetails sind freigeboren. Wir werden alles tun, um zu überleben. Wir lassen nie einen Mann zurück. Wir leisten Widerstand, bis wir frei für Tyrannei sind. Ja, schöne
Doktrinen. Bist du ja. Warte kurz, ich bin da noch. Ich komme jetzt mal. Hab versucht, dich zu finden, Deputy. Dutch hält viel von dir. Hör zu, ich komme gleich zur Sache. Ich erkenne einen guten Soldaten, wenn ich einen sehe. Wir verlieren zu viele Leute hier oben. Das lässt sich nicht leugnen. Wenn das so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich versuche, Stellungen zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du, mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Du wirst leise reingehen müssen. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt dein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück. Warum nennst du mich Depp? Ich sehe gerade eben was. Einen kleinen Erfolg, den wir feiern können. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt hatte. Aber, ich lese euch ganz kurz vor. Ich habe es gerade eben auf dem Handy bekommen. Du bist also Eli begegnet. Okay. Jetzt bist du in guten Händen. Warte, eine Sekunde. Er wird dich mit allem versorgen, was du da oben in den Bergen brauchst. Ich behalte dich aber trotzdem noch im Auge. Bis bald. Und zwar hat irgend so ein Kackvogel, so ein verschissener anderer YouTuber mit 70.000, 80.000 Abonnenten, ich will jetzt den Namen nicht sagen, nicht erst dabei, mit dem man dann rumhatet, mein Video geclaimt, dieses Far Cry Intro Video. Also so geclaimt, dass er sagt, er hat die Rechte daran. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Er hat die Rechte daran, ich erzähl's euch ganz kurz so, er hat die Rechte daran und will die Einnahmen haben und eben, was jetzt auch keine große Sache ist, weil das eh nicht so viel einnimmt, aber... Ich habe dann halt immer diesen Urheberrechtstreffer da sitzen oder stehen. Ich hasse sowas. Ich will sowas. Ich habe sonst keinen. Immer wenn irgendwas auftritt, dann kümmere ich mich da drum. Also lösche entweder die Soundspur, wenn es ein Lied war, oder hau das Video weg, beziehungsweise gehe eben dagegen vor. Und bei hier war es auch wieder der Fall. Das ist ja von Ubisoft hier das Spiel, oder? Ubisoft Montreal, glaube ich. Und die haben Duldungserklärungen direkt für alle YouTuber. Sie sagen, hey, ihr könnt unsere Spiele Let's Play, ihr könnt Videos davon machen, ihr könnt sogar die Monetarisierung draufhauen, also Geld damit verdienen, das passt uns alles. Das ist für uns vollkommen in Ordnung. Das heißt, vom Hersteller kann kein Einspruch kommen. Und da kommt ein Einspruch von irgendeinem Ficknecht. Und ich habe halt sofort Einspruch eingelegt, habe beschrieben, wie das Problem, wie es aussieht. Und dass es nicht sein kann, dass der Kerl einen Anspruch auf das Video von mir hat, weil ich einfach nur das Spiel gezeigt habe. Ja, und jetzt werde ich hier gerade angeschrieben. Hallo, der Dummbabler nach der Prüfung deines Einspruchs hat, hier Name einfügen, den urheberrechtlichen Anspruch auf dein Video zurückgezogen. Videotitel Far Cry 5 Intro Deutsch, Far Cry 5 Ultra Settings, falls du die Einnahme hast, bla bla bla, ja. Also, wir haben gewonnen, Kinderlein. So sieht es ziemlich aus, so ein Rechtsstreit. Ja, ne, vielleicht hat das, also, er muss es von Hand gemacht haben. Es geht eigentlich nicht automatisch, deswegen hat mich das ein bisschen abgefuckt. Aber ja, läuft. Genau die Person, die ich gesucht habe. Die Whitetail-Miliz ist schon lange bereit für diesen Kampf. Eli hat dafür gesorgt, dass es überall Vorratsbunker gibt. Waffen, Munition, was du willst. Man muss auf alles vorbereitet sein, oder? Was machst du da? Aber so wie es gerade läuft, brauchen wir das Zeug hier. Und nicht in irgendeinem Bunker. Oh, oh, warte. Hey, hast du kurz Zeit? Ja. Naja, jedenfalls... Aber so wie es gerade läuft, brauchen wir das Zeug hier. Was macht er da? Und nicht in irgendeinem Bunker. Und auf gar keinen Fall dürfen die Peggys über das Zeug stolpern. Okay. Also, wenn du uns diese Vorräte bringst, wäre das wirklich hilfreich. Aber es gibt ein Problem. Wir haben hier keine Karte der Verstecke. Frag mich nicht, warum. Sicherheitsmaßnahmen oder sowas. Der Kundschafter oben auf dem Jefferson-Aussichtsturm sollte eine haben. Ist gleich westlich von hier. Mhm. Viel Glück und sei vorsichtig da draußen. Ihr habt also keine Karte von euren eigenen Verstecken. Das ist natürlich höchst intelligent. Klar, sowas kann man mal machen. Mhm. Ich liebe es. Na, ich liebe auch das Dunkel, du hast schon recht. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah, du hast noch... Oh! Bist du auch im Foltern hier? Ich dachte, wir sind besser als diese Herren und Damen. Wie wär's mit... Warte kurz, handschriftliche Notiz. Tammy, ich weiß, du verstehst das nicht und ich verzeihe dir. Du hast den Worten des Vaters gelauscht, aber du hast sie nicht richtig gehört. Eden's Gate hat mir genau gezeigt, was ich schon mein ganzes Leben lang vermisst habe. Einen Sinn in allem. Dank dem Vater weiß ich jetzt, was ich zu tun und was ich zu tun habe und was ich werden muss. Ich hätte diese Reise gerne gemeinsam mit dir unternommen, doch ich weiß, dass das nicht geht. Wir müssen alle Opfer bringen in ewiger Liebe. Mark. Das heißt, ihr... Was will sie mit den Köpfen? Das heißt, ihr Mann hat sie sogar einfach gepimmelt.
Reden wir jetzt noch, oder? Ich glaube irgendwie nicht. Ich bin vorhin vielleicht ein bisschen schroff gewesen. Ja. Keine Entschuldigung, nur eine Feststellung. Ich traue niemandem, den ich nicht kenne. Aber Eli sagt, du bist in Ordnung. Also glaube ich das erstmal, bis ich mir selbst ein Bild gemacht habe. Wenn du was drauf hast, werden wir zwei uns toll verstehen. Okay. Die Sache ist die. Wheatie versucht, einen Piratensender zum Laufen zu bringen. Er erzählte Eli, er wolle helfen, die Miliz zu koordinieren. Aber ich bin sicher, dass er nur seine Musik hören will. Also tun wir ihm den Gefallen. Das Problem ist, dass das Signal nicht durchkommt. Unser Freund hier hat gesagt, die Sekte blockiert es mit Störsendern. Er hat auch gesagt, wie. Aha. Anscheinend gibt es zwei Störsender auf Funktürmen und einen dritten mobilen, der auf der Straße patrouilliert. Schalte zuerst die Türme aus, dann müsste ich das Signal des mobilen Senders orten können. Ich sag Bescheid, sobald ich was weiß. Erledige das. Vielleicht bauen wir so etwas Vertrauen auf. Okay, gut, gut. Ich will mal sehen, ist der noch am Funken, der Kerl? Ne, das sind einfach nur die Wurfmesser da hinten. Aber die sind ja eh gefüllt. Die dürfen wir nicht vergessen bei der Sneaky Peek Action. Sollte damit umgehen können. Ja, ich kann ultra damit umgehen. Geht's hier raus direkt? Ah ja. Wo sind wir denn jetzt hier? Mitten in so einem Bunker. Mitten im Nichts. Aha. Erreiche den Wachturm. Hilf Wheatie, die Vorräte aus den Prepper-Verstecken in den Wäldern zu holen. Okay. Dann machen wir das doch direkt, oder? Wir können hier vorne uns einen Heli rufen direkt. No, instant. Ja. Nein. Müssen wir wieder... Ne, wir müssen nicht wieder runter, oder? Nee. Da können wir den Heli rufen. Und dann gehen wir sofortly. Da kann man auch wieder kaufen. Achso, ja. Ist in Ordnung. Schade, dass wir da keinen mit Waffen haben. Ich hätte mir doch einen... Hier sind Waffen dran. Was kostet der? 7200. Ja, das müssen wir uns dann, glaube ich, als nächstes anschaffen. Ganz klar. Was war da oben eigentlich mit 4 gestanden? Was ist das? Achso, wir haben noch 4 von den Dingern. Alles klar. Läuft. So. Steig ein. Ist drin. Sehr schön. Und dann gehen wir da mal ran. Hoppala. Ah ne, wisst ihr was? Warte. Ah nein. Ich wollte den Heli jetzt nicht, ich wiederhole, nicht abstürzen lassen. Ich wollte eigentlich irgendwie, dachte ich, wir könnten, ach scheiß die Wand an. Ich gehe da lang. Ja, da ist ein Truck. Ah. Ich wollte jetzt gucken, ob das jetzt die Teile sind, die wir klauen müssen oder zerstören müssen. Ich glaube, die müssen wir klauen. Das, was jetzt gerade vor uns weggefahren ist. Ein Erntetruck. Nee, die müssen wir doch zerstören, oder? Super, jetzt kommen da Dödel angefahren. Schnell, steig ein. Let's go. Mal gucken, ob wir die noch kriegen. Und wenn nicht, fahren wir direkt hoch zum Wachturm. Nur solche Sachen sollten wir zumindest, wenn sie direkt bei uns sind, dann doch vielleicht machen. Weil wir so... Oh, was für ein krasses Auto. Das holen wir uns gleich. Wir haben recht, der ist weg. Oh, hallo. Bitteschön. Boah! Warum ist das direkt explodiert? Ja, warte mal stehen. Unser Mann, George, behält die Straßen im Auge. Ja. Wir haben länger nichts mehr von ihm gehört. Oh Gott, sein Kopf. Vielleicht sollten wir mal nach ihm sehen. Ja, kann man machen. Ich hole mir jetzt erstmal dieses geile Auto. Ich hätte nie gedacht, dass diese Waffe mal ist schön, die Frau. Du siehst aus, als könntest du mit einer Waffe umgehen. Oh, was für ein cooles Teil. Oder? Ah, shit! Komm. Steig da rein. Okay, bye bye. Dann bleibt sie halt wieder hinten. Und wir chillen uns so ein bisschen rum. Okay, ich rücke vor. Hallo. Boah. Ich bin schneller als ihr. Bye bye. Oder? Ja. Er lebt noch, ne? Alter! Herr Beauty, Eli hier. Ich kann dich sehen. Hab den ganzen Berg mit Kameras zugepflastert. Das Zentrum ist direkt vor dir und es wimmelt von Peggys. Sei vorsichtig. Sag mal. Was sind das? Es ist. Also. Na, irgendwie lauf, da kommt die andere angefahren. Ja, ich pass auf. Ich will kurz gucken, wie ich da am besten hochkomme. Ja, wahrscheinlich müssen wir da hinten hin. Schleich dich durch das Abwasserrohr an sie heran. Oder ist es hier vor uns? Moment. Mission in der Nähe. Ach, scheiße, sie wissen, dass du da bist. Oh, sorry. Kriege ich jetzt vielleicht noch ganz schnell? Lass diese Sekte aus! Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwie legen kann. Nein.
Das war's. Mission fehlgeschlagen, alle Geiseln wurden getötet. Das. Hopp, Leute. Achso, Es lädt direkt neu? Ich dachte, die wird dann vielleicht demnächst einfach wieder aktiviert. Ja, ich sollte dann doch ein bisschen besser zuhören in diesen Mission. Ich dachte, das ist was, was er uns jetzt zu unserer Mission sagt, die noch weit weg ist. Gut. Und es wimmelt davon, Peggys. Sei vorsichtig. Bestätigt. Ich gehe da lang. Da vorne ist noch einer. Gut, dann gehen wir einfach da unten durch, so wie er es gesagt hat. Wie gesagt, wenn sie dich sehen, töten sie unsere Leute. Also halt dich bedeckt. Schleich dich durch das Abwasserrohr an sie heran. Machen wir. Wow, ich dachte, da vorne steht jemand. Dann machen wir es halt so, wenn du das sagst. Schön leise. Okay, warte mal. Ist da oben auch einer? Ich lasse sie jetzt erstmal den da killen. Ja, ich wünsche dir Glück. Ich kill den da. Das war eine unschuldige Geisel! Ah! Gut, das in der letzten Sekunde muss ich sagen, war die Bewegung von demjenigen echt merkwürdig. So hin und her, okay, und so, aber. Pass auf mich auf. Das hat mich echt eine Geisel umgebracht, ich Holzkopf. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Hallo. So, beruhigt euch. Ich habe außerdem eine Geisel umgebracht. Das hat eh nicht gezählt. Habt ihr gar nicht gesehen. Habt ihr gar nicht gemerkt. Hier ist eine Geisel. Ja, sehr schön. Dann retten wir die jetzt mal direkt. Bitte schön. Ich gönn dir mal eine Waffe von dem. Am Hawkeye-Tunnel. Okay. Was steht hier? Lieferungsplan für Bliss. Okay. Das sind so Sachen, die ich jetzt wirklich nicht zwingend durchlesen muss. Also, ja, aber alle missionsrelevanten Dinge würde ich schon gerne wissen. Da ist noch jemand. Oh, da sind zwei drin. Ach so, wir können jetzt auch ein bisschen Stein-Action machen, ne? Guck mal. Müsste der jetzt eigentlich gehört haben, der Kerl. Gut. Wie bin ich nur hier gelandet? Ah, was? Womit habe ich das verdient? Oh mein Gott! Ach, Scheiße, sie wissen, dass du weg, da bist. Weg, weg! Warum sind die jetzt hier da hochgelaufen? Weiter. Aber viel haben wir nicht mehr im Tank. Es läuft nicht gut. Nein, wirklich nicht. Ich raff's nicht. Warum ist der jetzt einfach da reingelaufen? Das ist einer von den Leuten, okay? Drinnen ist noch eine. So, befreit. Ist jetzt zwar nicht perfekt gelaufen. Wir waren noch mehr. Wo kamen die jetzt her? Sieht aus, als hätten wir ein kleines Problem. Ja. Die letzten beiden Schiffskonvois sind nicht am Ziel angekommen. Ich wette, das waren Eli. Richte deine Straße schnell am Tunnel ein. Und dann mal sehen, wie viele sind. Ich muss da hoch! Bereitet in Position! Cool, dass die da voll mitfighten. Scheiße, Deputy. Die haben zwei Whitehills zum Devil's Drop gebracht. Jacob ist auf dem Kriegspfad und versucht, die Wolfstand zu finden. Dann hätten wir keine Chance. Und wenn unsere Leute die Position nicht preisgeben, werden sie von der Klippe geworfen. Gib Gas, Deputy. Devil's Drop ist südlich von dir. Ich raff's jetzt nicht genau. Ist es jetzt, nee. Muss ich jetzt da hoch, oder? Ich geh jetzt da hoch. Ist hier irgendwo noch ein Auto? Da vorne ist angeblich ein Heli. Ah, da oben drauf. Das ist der Heli, der da oben drauf steht. Also wir gehen jetzt mal zu dem ganz normalen Wachturm. Ich weiß gerade nicht genau, was die von mir wollen. Ich denke, das ist wieder eine Mission, die nur in der Nähe ist. Verstanden. Los geht's. So, okay, also folgt mir jetzt. Dir. Ja, folgt mir. Deputy wollte mich mal wieder melden. Wir haben in den letzten Tagen eine Menge Leute verloren. Rocker, erinnerst du dich? Der stotternde Typ? Der ist verschwunden. Was? Pass einfach auf dich auf, okay? Wir dürfen dich nicht auch noch verlieren. Ich bin doch... Ich bin doch eben erst gegangen. Schweinchen nicht mich beißen, okay?
Alter. Roger! Gottes Willen. Ich entkomme. Bye bye, Schweinchen. So. Oh nein. Wo ist die Schlange? Ich lasse da einfach sitzen. So, erreiche den Wachturm. Er ist somit erreicht. Hörst du mich? Ich bin Sweezy. Du bist fast am Aussichtsturm. Schnapp dir die Karte. Um Gottes Willen! Schweine! Was macht ihr denn hier? Sind die mir jetzt echt gefolgt? Sind die mir wirklich gefolgt? Sind hier keine Feinde, die mir vielleicht ein bisschen auf die Schweine ballern? Das tut Sinn. Auf der Karte sollten die Bunker markiert sein. Sobald du sie hast, such dir einen aus und los. Aber okay. Eden Skate hat Suchtrupps losgeschickt. Weißt du, die Troller wird einfach so gefistet wieder. Ich brauche hier eben mal Hilfe. Ich komme doch schon zu dir. Die schnappen sich die Menschen und zwingen sie auf ihre beschissenen Stühle. Das Letzte, was wir brauchen, ist dich wieder zu verlieren. Scheiße, das tut echt weh! Ist die jetzt einfach von diesen Hunden geknödelt worden, oder was? Ich lass sie noch kurz vorbeifahren, warte, dann komm ich. So, jetzt. Der hupt die an. Die sterbende Frau, einfach mal hupen. Was für ein frecher Kerl. So, komm her. Das tut so scheiße weh! Ja, schlimm, ne? Ah, schlimm! Danke, dass du aufgepasst hast. Du hast geschrien, ich hab nicht aufpassen müssen. Die kreucht sich einfach einen ab. So, jetzt muss ich da wieder hin wegen dir. Dankeschön, Liz. Denn ich will nämlich den ultra coolen Dingenskirchens haben. Haben wir eigentlich jetzt den Jump-Suit? Wo ist denn der? Wo war denn der? Wingsuit? Ne, wir haben ihn doch gar nicht. So. Dann könnten wir da vielleicht mit dem Wingsuit runter einfach. Nachdem wir diese Ballerei geklärt haben. Warum wird denn hier jetzt... Eben war niemand... Oh Gott, Schlange. Ich schieße immer noch. Komm ich hier direkt hoch? Klettermeister? Jawohl. Und jetzt nehmen wir hier mal wieder was zum Schmeißen. Können wir davon neuen Sachen mitnehmen. Cool. Dann sind wir noch weiter oben. Das ist gut. Da können wir krasser mit unserem Wingsuit runter. Was treibt ihr hier? Feind in Sicht. Bam! Die haben einfach nur auf den geschossen. Um Gottes Willen, das sind echt richtig widerliche Schweine, die Leute. Harte Zeiten und so. Harte Zeiten und so. Weißt du, was harte Zeiten sind, mein Fräulein? Wenn du einen Mann nimmst, dann nimmst du einen Mann und schmeißt ihn einfach mal da nach. Boah! Das ging alles so schnell. Das war ja ein richtiger Flip. Nett. Kann ich ihn in der Luft auch so... Und zack. Oh yeah. Gut, und den anderen schlagen wir einfach nur kurz. Ich weiß, ich soll ihn gleich nicht so arg schlagen, aber... Die fucken mich schon echt brutal ab, die Leute. Guck mal, was sie mit dem Kerl gemacht haben. Gut, hier war nichts mehr. Ist hier noch was? Nein. Da war irgendwie noch was. Ah, wir sind gefüllt. Okay. Wow. Fallschirm. Ah, der wird dann direkt gezogen. Okay. Sehr gut. Das ist ziemlich cool. War jetzt zwar nicht allzu weit. Pass auf mich auf. Nee. Schießen die schon wieder auf irgendwelche Leichen. Nein. Komm her, anderer Hundi. Oh Gott, ist das ein Bär? Ich glaube, das ist ein Bär. Hey, Bärchen. Hey. Oh Gott. Oh, Scheiße. Hier. Ja, das ist ein gottverdammter Bär. So kann es laufen, Bärchen, wenn du dich mit mir anlegst. Ich wollte dich nicht fisten. Aber ich habe genau gesehen, wie fies du mich angeguckt hast. Das heißt für mich instant, dass er mich fisten will. Ganz klar. Die Fistung war ganz seinerseits. Oh. Wir sind immer noch voll, Erste Hilfe technisch. Wir gehen nochmal da hoch, um dann von dort
um dann von dort richtig krass jumpen zu können. Base Jump Style! Oh. Achtung. Ja. Kann ich auch höher? Ja, das Unheil kommt einfach geradewegs auf einen zu. Kann ich auch höher? Ich glaube, das ist wie beim Flugzeug. Also, wenn man auf W drückt, dass er die Schnauze runterdrückt und auf S die Schnauze hoch. Das können wir jetzt gleich attesten. Ja, wir sind wieder hier. Aha. Patricia. Patricia! Ich kann dir jetzt nicht helfen, Patricia. Ach, scheiße. War das ein kleiner, aber feiner Fehler? Ich glaube schon. Sie ist tot. Na gut. So. Kann ich jetzt hoch? Wisst ihr, ich will die Steuerung. Ja, jetzt fliege ich. Kann ich. Ich habe die ganze Zeit auf W gedrückt, um halt Volldampf zu geben. Dabei war das mein Tod. Jetzt habe ich das Ding komplett im Griff. Jungen und Mädchen. Groß und klein. Seid dabei. Vielleicht sind wir da. Ich gehe mit dem Fallschirm dann. Oder glaubt ihr, ich brauche den Fallschirm gar nicht? Oh, fast mit den Klöten hängen geblieben. Jetzt könnte ich sogar wieder wechseln. Das sind ja Feinde. Das sind ja Feinde. Oh Gott. Leute, das ist sowas von Sneaky Beaky. Ne, halt. Jetzt wird's richtig cool. Wir gehen jetzt mal nämlich auf unsere Messer. So. Den da hinten mal weg. Der könnte uns von dort zu sehr sehen. Und der auch. Ketzerin? Dann geht der Auto nicht davon aus, dass es eine Ketzerin ist. Du Arsch. Du arschiger Arsch. Fuck! Sniper, der da einfach rumliegt. Boah! Ich bin da. Batsch! Schade, ich hätte jetzt die Bienen benutzen können. Wenn ich weiter weg bin das nächste Mal, kann ich dann mit den Bienen, der läuft da hinten rum, schon ein paar Leute killen, ne? Indem ich einfach von weit weg das Bienennest anschieße. The Beehive. Ach ja? Hast du gerade eine Granate geschmissen? Bist du verrückt? Das ist aber auch cool, ne? Wie dann alles in die Luft fliegt und rumdödelt. Das Versteck der Kopperhütte. Hast du es gefunden? Das Notfalllager hat einen Sender, der Interferenzen in deinem Funkgerät erzeugt, wenn du ihm zu nahe kommst. Ist wahrscheinlich irgendwo vergraben. Würde ich auch nicht in der Hütte lassen. Ich guck gleich. Da ist noch ein Safe und mittlerweile können wir die Safes ja einfach aufschweißen. Na, sieh dich um. Die Hütte ist zu offensichtlich. Vielleicht im Gemüsekeller. Irgendwas Unterirdisches. Ja. Ich kümmere mich gerade noch um den Safe. Oh, yeah. Money. Und ganz viel Zeug, obwohl wir schon voll sind. Können wir noch irgendwas herstellen? Wer brumpftet denn da rum? Nein, kann ich nicht. Warum kann ich die noch nicht herstellen? Die Rohrbömmchen? Kann man die überhaupt herstellen? So. Okay. Was, wie war das mit dem Oregano? Erstaunlich gut, den Brownies. Kann ich es einfach verkaufen dann? Also ich kann einfach Schnaps herstellen. Und Oregano. Warum auch nicht? Wir nehmen gleich mal ein bisschen aus so einer Tüte raus und gucken dann gleich, was es bringt. Aber zuerst finden wir noch die Sache. Okay, er sagt, es ist wahrscheinlich unten irgendwo. In einem... Moment, Funkgerät. Ach, ist das Gerät, das Rauschen, dieses... Was man die ganze Zeit hört, ist das? Da ist ein Schuppen nebendran. Nee. Hört ihr's? Da oben?
Nee. Es ist scheinbar hier irgendwo. Da unten. Okay, wo ist der Eingang? Ich will hier nicht schon wieder verpennen. Hier. Ha! Ich bin halt Beste. Beste. Woo! Ich hab's gefunden. Gefunden? Ja. Sauber. Weiter zur nächsten Hütte. Machen wir auch noch. Guck, machen wir noch. Ich nehme einfach den überkrassen Wagen von dem. Und da fahren da noch welche. Da fahren auch noch welche rum. Schweinepriester. Boah. Ich war aber schon ziemlich drauf, oder? Ach komm. Ha! Der Bogenschütze ist am Start, mein Freund. So, Ultrawagen von denen, den Lieferwagen, den Candy Wagon. Aber wir haben gerade keine Helferin dabei, gell? Wir nehmen dann jetzt mal einfach die René mit. Ich komm rüber. Ja, dann komm mal her. Halt, René, da liegt noch was. Wir lassen nichts zurück, das steht doch schon in unserem Ding. Keine Gegenstände zurücklassen. Und jetzt einfach mal für den Notfall kurz gucken, wie man vom Seitenplatz... Wie kann man hier umsteigen? Oh Gott, Rulla. Warum machen die immer automatisch das scheiß Radio an? Das gibt doch einen Urheberrechtstreffer, du Bitch. Und bei sowas kann ich halt dann auch nicht viel klagen, natürlich, ne? Bei so einem musikalischen Stämmerchen. Denn da liegt der Urheberrecht, das Urheberrecht eindeutig bei dem, bei der Plattenfirma, dann zum Beispiel, wenn die klagt. Au. Und da kann ich dann einfach nur das Stück entfernen. Aber so ein kleiner verschissener YouTuber meint, er muss mir hier das Ding, also was heißt kleiner, wie gesagt, 70.000 Abonnenten. Okay, ich kann dich sehen. Das Versteck sollte irgendwo... Scheiße, eine Sektenpatrouille ist auf dem Weg zu dir. Komm in die Gänge. Läuft, ich sehe die doch schon. Ja, ich bin schon hier rein. Okay. Oh Gott, schießt die schon? Nee. Weiß nicht genau, wogegen die ballern. In Eile verfasste Notiz. Eli, wir können nicht länger bleiben. Mit den ganzen Patrouillen der Sekte ist es hier zu gefährlich. Das Zeug, das ich für dich aufbewahrt habe, ist draußen an dem üblichen Ort unter der Erde. Tut mir leid, Eli, aber ich muss an meine Familie denken. Eli meine ich. Eli heißt er ja eigentlich, ne? Oder wird er ausgesprochen? Hey Mann, willst du den Tafel in den Kopf? Ich bin direkt bei dir. Aber stimmt mich gerade an, oder was? Das ist mir zu eng hier. Was machst du denn auch die ganze Zeit? Warum ist dir hier irgendwas zu eng? Warum bist du eigentlich so eng, Mademoiselle René? Kommt doch mal hier rein, dass ich euch take-downen kann. Das Versteck liegt definitiv außerhalb der Hütte. Sind die jetzt alle weggegangen? Oh mein Gott. René, gute Idee. Ab mit dem Kopf! Wow! Alter, was ist mit ihm los? Was war denn mit? Der Baum brennt, na super. Unser Helferlein ist schon wieder tot. Das ging ja ultra fast. Aber klar, gegen den Ding ist es halt auch sackschwer, ne? Gegen Flammenwerfermenschen. So. Ich glaube, wir haben es erledigt. Ich hoffe, das breitet sich hier nicht großartig aus. Da vorne hat es gerauscht. Da ist es ja schon. Vielleicht gibt es irgendwo ein Loch im Boden. Hab ich schon. Du weißt schon, mit einer Klappe darüber. Noch nicht. Oh Gott, wer labert hier? Ha! Am Sack! Das interessiert mich jetzt gar nicht. Mayday! Mayday! Oh. Was, sie ist im Park und sie braucht Hilfe. Scheiße, das ist das letzte Versteck. Deputy, du bist dicht dran. Lass die Peggys nicht mit unserem Zeug abhauen. Machen wir. Nur 600 Meter, komm mit, Jimmy. Jimmy Fallon, steig auf, bruh. Komm und den. Liz Edwards steht in der Helferauswahl zur Verfügung. Sehr schön, die Liz ist wieder da, okay. Ist schon echt tight am Start, aber ich will jetzt doch erstmal hier mit ihm arbeiten.
Die Frauen regen mich etwas zu sehr auf, oder die nerven etwas zu sehr mit ihrer Enge. Und oh shit! Andrew! Was ist passiert? Er ist einfach runtergefallen. Komm. Auf. Los. Er ist einfach von hinten über mich drüber gefallen. Ich sitze noch drauf, er nicht mehr. Oh shit. Da ist Wasser, vielleicht fahren wir lieber da oben lang. Sollten wir auch einfach kurz auf die Karte gucken, obwohl. Nee, geht. Geht. Oh Leute. Ihr seht mich nicht, nein. Und sie haben mich gesehen. Ist noch da? Er ist noch da. Sehr schön. Ich wollte es sehen. Warum wird es nicht angenommen, wenn ich die Scheiße angucke? Wie lange muss ich da drauf gucken? So. Bye-bye. Kollege? Noch da. Sehr gut. Wow! Das war echt sackknapp. Oh, hallo. Okay! Schnell! Sie entkommen! Wo sind die? Wo sind die? Okay, los! Los! Lass die denn kommen! Schnell! Sag mal, warum brennen die denn? Hallo? Ich hoffe, wir gehen nicht kaputt. Bitte. Okay, aber er repariert das Ding ja direkt, ne? Alles gut. Wo sind sie da vorne? So, jetzt haben wir sie gleich. Ich werde direkt nach links hier. Nach links fahren zum Hauptfahrzeug der Patrouille. Mit was fahren die? Nur mit so einem kleinen Bike, ne? Ich habe absichtlich die Rampe genommen. So, bye bye. Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ist auch weg. Und jetzt ist noch Nummer 3. Alter. Ha! Hoppala, aus Versehen über den Kopf gefahren. Oh, hatte ich nicht vor. So. Auch so ein richtiger, okay, ekliger Kerl. Komm zurück zur Wohlstein. Wir haben es geschafft, Leute. Ah, gute Mission. Gute Mission. Aber unser Teil ist irgendwie im Arsch. Und da sind viele Wölfe. Halt. Komm. Hopp. Nimm das an. Also. Was geht ab? Oh Gott, was? Was war denn jetzt mit der Musik los? Okay, Leute, richtig, richtig nice und wir sehen uns dann einfach wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann, ciao.